Es hat sich doch einiges getan und auf der anderen Seite doch nicht so viel. Also die Strukturen, die stehen schon noch, aber innerhalb der Gebäude sind neue Mechanismen da, sind neue Türen da, einige sind rausgekommen, einige neue sind da. Aber es fühlt sich alles sehr familiär an, es fühlt sich immer noch bekannt an und doch neu. Also ich habe es vorhin auch gesagt, im Großen und Ganzen kann ich das natürlich nur von außen betrachten und auch einschätzen, aber das spiegelt so das Gesamtbild wider. Der Verein hat sich schon in den letzten Jahren auch irgendwo dann neu gefunden und auch neu erfunden, auch mit dem Gang über die zweite Liga. Und es spiegelt auch meine Eindrücke dann wieder, wenn ich hier reinlaufe. Alt, aber doch neu. Also ich habe die Jahre natürlich VfB sehr intensiv verfolgt. Klar, ich war bei der Konkurrenz, dann war ich raus aus dem Land. Dann natürlich noch mehr aus der Ferne, sehr viel aus dem Fernsehen. Nichtsdestotrotz hat man auch immer so die Hoffnung gehabt, dass so ein Zweitliga-Jahr eine große Chance sein kann, um sich neu zu finden, neu zu erfinden, was ich vorhin schon gesagt habe. Und dieses Gefühl vermittelt der VfB auch auf mich und auch auf die Menschen hier in der Region, auch auf meine Eltern, die noch in Wasseralfing leben. Und auch diese Euphorie, wenn ich die Bilder dann hernehme nach dem Aufstieg, wenn man jetzt das Heimspiel sieht, das ist ja schon eine Kraft, das ist ja schon eine Power. Und ich selbst habe sehr ungern beim VfB gespielt. Ich habe hier auch mal 6 Dinger bekommen. Wenn man weiß, dass da eine Einheit zusammenwächst, die jetzt auch wieder zusammengewachsen ist, dann ist es hier einfach schwer zu bestehen. Und ja, jetzt heißt es einfach, und geht es auch einfach darum, sehr schnell sehr viele Punkte zu holen, weil die Bundesliga ist gnadenlos. Die Mannschaft hat einen sehr interessanten Mix an mittlerweile jungen Spielern, talentierten Spielern. Und jetzt auch Spielern, die schon einiges mitgemacht haben. Der Trainer, ich hatte jetzt gestern das erste persönliche Gespräch mit ihm, macht einen sehr interessanten Eindruck auf mich. Auch die Art und Weise, wie man spielt, wie man sich auf den Gegner einstellt, was die Schwerpunkte sind im System, in der Ausgangslage, in den Parametern, die er vorgibt, finde ich sehr spannend. Also ich komme hierher und bin auch noch ein Schüler, also ich möchte weiter dazulernen, ich möchte weiter mich entwickeln. Auch in den Parametern, die mir da zur Verfügung stehen. Und trotzdem das einfließen lassen, was ich kann, was ich weiß, welche Erfahrungswerte ich über fast 12, 13 Jahre Profifußball habe. Ja, und dann werden wir sehen, wo wir uns das führen. Ich hatte jetzt schon 4 Pflichtspiele, die ich alle gespielt hatte. Ich habe ein volles Programm mit Trainingslage hinter mir. Ich habe jetzt in den 2 Jahren knapp 80 Pflichtspiele gemacht. Auch international, also ich fühle mich im Saft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem wieder eine Umstellung, ein anderer Fußball. Der Fußball hier definiert sich grundsätzlich anders als der Fußball in der Türkei, bei Beşiktaş, wo sehr viel auf Ballbesitzwert gelegt wird, sehr viel auf Dominanz, hohes Verteidigen. Und man hat einfach die größere Qualität und auch die höhere Möglichkeit, fast alle Spiele zu gewinnen. Hier definiert man sich sehr viel über das Teamtaktische, über Abläufe, über Kleinigkeiten, über Videoanalysen, über natürlich auch den Fußball. Der VfB spielt einen ansehnlichen Fußball in meinen Augen, was mir auch sehr kennenlernen. Es sind einfach sehr viele Jungs dabei, die ich auch noch nicht kenne. Und da freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten Tage auch. Ich glaube, es ist nochmal ein Testspiel. Mal sehen, wie viel ich da bekomme. Und das brauche ich jetzt auch. Also das wäre vermessen zu sagen, ich bin jetzt hier, ich habe den Anspruch sofort zu spielen. Das wird sich in den nächsten Tagen herauskristallisieren, wie weit das zusammenpasst.